Ich habe eine entscheidende Sache vorher vergessen. Achtung! Ha! Oh Mann, das könnte ich irgendwie bei den Outtakes mal reinschneiden. Servus YouTube, hi, ich bin's wieder, euer Buddy. Ich habe endlich mal wieder ein neues Video am Start. Es wird auch Zeit. Ich hatte ja euch über Facebook schon informiert, dass es bei mir privat so ein bisschen kacke momentan läuft oder lief oder immer noch ist. Wie auch immer, auf jeden Fall, es ist nicht so wunderschön. Egal. Trotzdem nehme ich dieses Video als Anlass, weil ich mal wieder blindlings gedacht habe, ach, ich mache mal bei den IT-Tests von MSI mit. Und dann war ich ganz überrascht, als ich einen Zettel im Briefkasten hatte. Ey, du. War es nicht da, hol mal deine Post in der Poststation ab. Ja, das Ergebnis schauen wir uns nach dem Intro an. Ich werde euch jetzt nicht nochmal erklären, wie man bei den IT-Test-Gewinnspielen von MSI mitmacht. Dazu werde ich euch einfach hier oben einen Link reinsetzen in dem kleinen i für die. Oder für das Review der MSI GK70 Gaming-Tastatur. Da ist dann auch nochmal kurz erklärt, wie ihr dort mitmachen könnt. Schaut einfach rein und stellt fest, dass es wirklich eine super geile Sache ist. Kommen wir nun zur Grafikkarte selber. Die GTX 1660 Gaming X hat mich persönlich allein schon da überzeugt, dass sie nicht mehr schwarz-rot ist. Ich für mich muss sagen, dieses schwarz-rote Design ist cool, aber. Es ist auch irgendwie einschränkend. Dementsprechend danke MSI, dass ihr davon weggegangen seid. Wir haben jetzt ein schwarzes Design mit Gunmetal gepaart, Anthrazit gepaart, macht ordentlich was her. Wir haben RGB mit an Bord. RGB könnt ihr dann über das Mystic Light von MSI steuern, könnt ihr euch direkt dann runterladen von der MSI Software, also von der MSI Homepage und könnt dann damit loslegen, sofern euer Board das dann auch unterstützt. Kommen wir weiter, was die Daten angeht der Karte. Die Karte ist ausgestattet mit dem TU116-Chip, der im 12-Nanometer-Fertigungsprozess gefertigt ist. Der hat Taktraten im Base-Clock von 1530 und im Boost von 1860. Achtung, Spoiler! Möglicherweise werdet ihr nie die 1860 sehen in den Benchmark-Szenen, weil ich immer drüber lag. Ja. Ich war immer drüber. Des Weiteren an technischen Merkmalen hat die Karte 6 GB Arbeitsspeicher, genau genommen GDDR5. Dazu kommt noch ein 8-Pin-Stromanschluss. Zudem kommen noch 3 DisplayPort-Anschlüsse und ein HDMI-Anschluss. Auf alles Weitere werde ich jetzt nicht nochmal genauestens eingehen. Es gibt schon genügend Reviews zu allen möglichen 1660-Karten. Das ist das, was die MSI Gaming X mitbringt. Zudem haben wir noch den Twin Frozer 7 Kühler. 3 zeige ich, 7 meine ich. Twin Frozer 7 Kühler. Jetzt hier, so. Neueste Generation des Twin Frozer Kühlers gepaart mit den Torx 3.0 Lüftern. Die Lüfter laufen im Idle nicht mit. Wir haben eine Zero-Fan-Funktion, die dann erst angeht, sobald wir die 60 Grad erreichen. Und hier kommt der Mega-Hammer. Ihr werdet dann auch temperaturtechnisch sehen, ich bin nicht über 65 Grad gekommen, egal was ich gemacht habe. Und was ich gemacht habe, schauen wir uns jetzt an. Und zwar habe ich die Karte grundsätzlich erstmal verglichen für die Leute, die momentan den Gedanken haben, ein Upgrade ihrer Grafikkarte zu machen. Möglicherweise noch im Besitz sind eine 970 oder 980 und möchten dementsprechend gerne ein Upgrade. Was in dem Fall als Gegenpart dazu kam, ist die MSI GTX 970 Gaming X, da noch ausgestattet mit dem Twin Frozer 3 Kühler, der schon ordentlich Unterschied bringt. Wir haben hier ein paar Fuhrmark-Szenen eingeblendet, oder ich habe hier ein paar Fuhrmark-Szenen eingeblendet, einmal erst von der GTX 970 ohne OC. Guckt nicht auf die FPS-Raten, die sind mir unwichtig gewesen in dem Moment, die sind mich bei beiden gleich. Aber mir persönlich war wichtig, was die Temperatur spricht. Fuhrmark ist ähnlich wie für CPUs. Ihr wisst, was ich meine? Cut, kann ich das irgendwie streichen? Nein. Nicht CPU-Z. Nein. Prime 95, es hat lange gedauert. Ich mache übrigens, ihr seht, ich cutte nicht meine Videos.
Ich hasse es. Warum cutte ich eigentlich nicht? Dann hätte ich den Scheiß nicht. Egal. Es ist wie Prime 95 für Grafikkarten. Wir schieben hier ein bisschen mehr Leistung rein, wie eigentlich notwendig. Dementsprechend treiben wir auch die Temperaturen höher, als sie eigentlich sein könnten oder sein würden. Und hier muss ich sagen, hat die GTX 970 wohlgemerkt sauber gemacht und neue Wärmeleitpaste drauf. Ohne OC bei 85 Grad im Schnitt gehangen und die GTX 1660 mit dem Twin Froser 7 Kühler und den Torx 3.0 Lüftern hat das wirklich hingekriegt, die Karte auf gnadenlosen 61 Grad laufen zu lassen. Und somit hatten wir eine Lüfterdrehzahl von gerade mal 10%, wohingegen die 970 schon krass am Limit war, was die Lüfter angeht. Wir waren irgendwo bei 98, 99% Lüftergeschwindigkeit. Das kam jetzt nochmal extra dazu mit dem OC. OC habe ich bei beiden Karten das Offset gleichgesetzt. Beim Kerntakt habe ich 130 MHz dazugegeben. Beim Speichertakt waren es 100. Somit war ich safe, dass beide Karten laufen und habe das dann nochmal getestet. Hier ging es auch wieder nicht darum, wie viel Leistung mehr bekomme ich raus, weil, wie gesagt, die 1660 grandioserweise immer um die 1950 lief, egal was ich halt gemacht habe. Hier haben wir Temperaturen jetzt mit OC bei der 970 von 90 Grad und die GTX 1660 begnügt sich immer noch mit 64 Grad im Maximalwert. Und das muss ich sagen, ist wirklich mega geil. Der Effekt daraus ist auch, dass die Karte ultra leise ist, was mir persönlich extrem gut gefällt. Kommen wir jetzt aber nach dem Fuhrmark und nach dem Stresstest, was die Hitze angeht, zu zwei Spieletests. Ich habe hierzu PUBG genommen in Full HD und hohen Einstellungen bei beiden gleich. Und als zweiten Part danach habe ich Overwatch genommen. Da muss ich einen kleinen Spoiler noch bringen. Overwatch hat bei der 1660, warum auch immer, nur 90 FPS angezeigt. Es waren aber gefühlt deutlich mehr. Ich gehe davon aus, durch Kartenwechsel, Treiberwechsel etc., dass möglicherweise ein Anzeigefehler rausgekommen ist. Den habe ich aber erst gemerkt, nachdem alle Schnittdaten fertig waren. Wie gesagt, kommen wir nun zu PUBG. PUBG im offenen Gelände ist die 970 schon ein bisschen am Kratzen, was die FPS angeht. Da liegen wir so um die 50, 55, auch mal vielleicht 60 FPS. In Gebäuden war es dann doch schon ein bisschen mehr. Da waren wir dann bei 80, 90 FPS. Hab dann dementsprechend auch nochmal temperaturentechnisch geguckt, immer noch hier auch wieder 85 Grad. Die Spiele sind übrigens ohne OC. Und nach dem Wechsel dann auf die 1660 gab es wirklich einen FPS-Boost. Innerhalb der Gebäude waren wir mit der 1660 weit über 120 FPS, meist um die 130, also 125, 130 FPS. Sind wir rausgegangen, gab es nochmal kleine Frame-Drops. Das ist aber PUBG, glaube ich, geschuldet wegen Programmierung etc. Und außerdem das große, die große Welt oder eher gesagt die große Map. Dazu, wie gesagt, aus dem Gebäude raus. Ein leichter Frame-Drop hat sich aber trotzdem wieder eingependelt und die Karte lag grundsätzlich um die 100, 105 FPS. Und das finde ich eigentlich mega, mega gut, wenn man im Vergleich sieht, dass man bei der 79 hier um die 70, 65, 70 FPS hatte und hier jetzt 100, 105 liegen wir bei einem deutlichen Prozent plus. Kommen wir nun zu Overwatch und zu dem, was ich irgendwie lustig fand. Also die 79 wird angezeigt komplett mit knapp um die 140 FPS, was sie reindrücken konnte. Das Ganze auch wieder auf Full HD mit hohen Einstellungen. Overwatch ist da mittlerweile schon echt gut dabei, was die FPS angeht. E-Sport-Titel, da achten wirklich auch die Programmierer drauf, dass die E-Sportler dann dem, also nicht E-Sportler, sondern die E-Sportler auch vernünftige FPS-Werte haben und das auch flüssig und schnell läuft. Weil Shooter mit, keine Ahnung, FPS jenseits, also unterhalb jenseits, unterhalb jenseits gibt es nicht. Unterhalb von 80 FPS ist echt, boah, also, nee. Da, wie gesagt, die GTX 970 Gaming X wirklich gut noch immer mit dabei und kann man auch noch weiterempfehlen, aber auch hier wieder temperaturtechnisch, dann Stromverbrauch, alles weit drüber. Die 1660 auch hier wieder temperaturtechnisch um die 60 Grad, Lüfter ein bisschen gedreht.
Energie sparen im Vergleich zu 79 angesagt, perfekt und absolut fürs Full-HD-Gaming geeignet. Nachdem ihr jetzt die Bilder und alles gesehen habt, kommen wir nun zu meinem Fazit der Karte. Ich für meinen Teil vergleiche 970 zur 1660. Für mich ein Upgrade, ja. Warum? Deutlich höhere FPS, deutlich weniger Stromverbrauch mit gerade mal 130 Watt. Dazu super, super leise. Richtig kühl gehalten, mega gute Lüfter, mega guter Kühler, RGB-Beleuchtung als Plus mit dazu. Okay, es gibt noch einige, die sagen, der DVI-Anschluss fehlt. Ja, mag vielleicht sein, aber in meiner Zeit braucht man den nicht mehr. Meine Monitore haben alle HDMI oder DisplayPort und dementsprechend kann ich auf einen DVI-Anschluss verzichten. Er macht bei einem Wechsel auf Wasserkühlung meist mehr optisch kaputt, wie dass er was gut macht, und dementsprechend brauche ich ihn nicht. Ansonsten, wie gesagt, absolutes Fazit in der Richtung: Kaufempfehlung ja. Preis gebe ich recht, kann man sagen, kann man auch günstiger in Form dessen, dass man einen Gegenpart in Form einer RX 590 zum Beispiel nimmt, wohingegen hier aber wieder höherer Stromverbrauch, höhere Temperatur, Lautstärke höher. Frage: Lohnt sich das? Lohnt sich's nicht für die minimale Mehrleistung? Klar, die GTX 1660 ist teurer. Wir haben bei der AMD minimalst mehr Leistung, aber im schlussendlichen Punkt ist es so, dass sich einfach die 1660 eher lohnt. Vor allem, wenn wir überlegen, Full HD, E-Sport, bin ich der Meinung, pro 1660. Dementsprechend danke ich euch fürs Zuschauen. Das war's Video zu GTX 1660 von von MSI in der Gaming X Version. Ich hoffe, wie gesagt, das Video hat euch gefallen. Alle Informationen sonst irgendwie, wie immer, ohne Gewähr. Nein, Quatsch. Stellt mir unten eure Fragen, wenn noch was offen sein sollte, in die Kommentare. Fragt mich egal was, warum ich so lange weg war, was ich gemacht habe, wie auch immer. Könnt ihr gerne fragen. Wenn ich es beantworte, beantworte ich es. Ich werde auch vielleicht irgendwie mal dazu kommen, ein Q&A zu machen. Sofern das gewünscht ist. Ansonsten von meiner Seite her, gehabt euch wohl, aller tschö mit Ö.